So, bevor es wirklich losgeht, ein kurzer Einschub noch. Und zwar, dieses Video kann ich sehr empfehlen. Das ist der Titel und das ist der direkte Link. Lasst euch vom Intro des Videos nicht erschrecken. Ihr könnt auch gerne vorspulen. Ich habe so bei 17 Minuten ungefähr angefangen zu gucken. Es ist super schön erklärt, alles sehr ausführlich. Und im Grunde ist das, was ich hier in diesem Video zeige, nur die Kurzfassung davon. Hallo, in diesem Video will ich zeigen, wie man mit dem Scanline-Verfahren ein Polygon füllt. So Erklärungen gibt es schon ein paar Mal auf YouTube oder in diversen anderen Seiten. Allerdings sind die alle auf Englisch und meistens so um die anderthalb Stunden lang, wo man sich dann den genauen Teil raussuchen muss. Ich will hier nicht auf die Formeln eingehen, sondern ich will einfach nur zeigen, wie das rein bildlich aussieht, obwohl man sich das wahrscheinlich sowieso relativ gut vorstellen kann. So, zunächst einmal haben wir hier unser Polygon und unser Ziel ist natürlich, das Ding zu füllen, also das soll alles mit Farbe gefüllt werden. Wie macht man das? Mit dem Scanline-Verfahren. Dazu nimmt man einfach lässt quasi so einen Scanner von oben nach unten durchlaufen, hier so eine Linie, und guckt dann, wo die Schnittpunkte sind. Das ist so die ganz grobe Erklärung, das machen wir einfach mal. Dazu benutzen wir erstmal ein Koordinatensystem und dann setzen wir uns unsere Scanline einfach mal an eine beispielhaft gute Stelle. In unserem Koordinatensystem wissen wir, also diese Scanline läuft von oben nach unten, wie ich eben schon mal gesagt habe. Theoretisch kann man sie auch von links nach rechts laufen lassen, das würde im Grunde nichts ausmachen. Das heißt, wir haben hier irgendwie einen bestimmten Y-Wert. Was wir als nächstes machen ist, wir haben ja hier an unserem Polygon verschiedene Kanten, nämlich die und die und die und die und das war natürlich hier so. Und wir gehen die jetzt Stück für Stück durch und gucken, wo es einen Schnittpunkt gibt. Dazu mache ich die Markierung hier nochmal weg. So, wir fangen für das bessere Beispiel mal hier unten an. Wir gucken, das hier hat keinen Schnittpunkt mit oben. Okay, können wir vergessen. Das hier gucken wir uns an, hat auch keinen Schnittpunkt mit unserer Scanlinie. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Könnt ihr euch denken, was passiert? So. Oh. Jetzt gucken wir uns diese Linie an und stellen fest, ah, Moment, hier, das hat einen Schnittpunkt. Das können wir uns dann einfach mal, weiß nicht, in irgendeine Liste speichern. Was speichern wir uns dazu? Dazu speichern wir uns die Koordinaten, wo es unsere Linie schneidet. Aber die Y-Koordinate haben wir ja schon, weil das ist ja unsere Scanline. Also brauchen wir uns nur, deswegen diese gestrichelte Linie hier, die X-Koordinate vom Schnittpunkt zu merken. Und sagen wir einfach, das ist X1. Ich bin sehr einfallsreich heute. So, dann gucken wir weiter. Wir prüfen auch diese Kante. Okay, sie schneidet auch nichts. Als nächstes prüfen wir diese Kante und wie ihr es schon gemerkt habt, wahrscheinlich, ja, sie schneidet was. Machen wir das mal wieder weg. So, wir haben also hier wieder so einen Punkt gefunden. Wir merken uns wieder die X-Koordinate, nennen wir mal X2. Wir haben uns ja übrigens, sagen wir, auf programmtechnischer Ebene hier dieses X1 gemerkt. Ach, das waren X und ein 1 in einer Form, so. Das haben wir zum Beispiel in eine Liste reingeschrieben und jetzt schreiben wir das X2 auch rein, auch in dieselbe Liste. So, was wir jetzt machen müssen ist, wir sortieren diese Teile aufsteigend. Das heißt, aufsteigend an der X-Achse. Das heißt, diese Liste hier, diese hier oben, wird jetzt umsortiert zu X2, X1. So. Die könnte theoretisch auch länger sein, wenn wir mehr Schnittpunkte haben. Warum? Weil das ist ja viel kürzer als das hier. So, und dann nehmen wir uns immer so Zweierpaare raus. In unserem Fall dann eben, wir haben ja nur ein Zweierpaar hier. Warum das so ist, sehen wir gleich. Wir nehmen uns das Zweierpaar raus und sagen, okay, zwischen X2 und X1, alle Pixel, die dazwischen liegen, müssen wir dann einfärben. Und genauso funktioniert das. Ist also super einfach. Wir gucken uns einfach das nächste Beispiel an. Das sieht dann hier unten mit der Scanline so aus. Wir machen genau dasselbe. Wir gehen wieder alles durch. Wir scannen den hier. Hier stellen wir fest, okay, wir haben einen Schnittpunkt. Wir stellen den hier fest. Wir prüfen den. So, hier ist ein Schnittpunkt. Wir machen den. So, hier ist ein Schnittpunkt. Dann checken wir den und dann checken wir den und dann sehen wir, hier ist ein Schnittpunkt. So, wir machen mal hier diese Linien alle wieder weg. So, dann nur, damit wir nicht durcheinander kommen, in welcher Reihenfolge haben wir das gecheckt? Das war unser erster Dings, das war unser zweites, was wir gefunden haben, das war unser drittes, was wir gefunden haben und das war unser viertes, was wir gefunden haben. Das heißt, wenn wir jetzt eine Liste schreiben würden, dann würde da jetzt x1 stehen, x2, x3, x4. In der Reihenfolge haben wir es ja gefunden. Und genauso wie, Achtung, hier müssen wir das Ganze nochmal erst sortieren, aufsteigen. Das heißt, unsere neue sortierte Liste würde dann nämlich anders aussehen, nämlich x4, x1. X2 und X3. So, also wieder, also das stellt man sich jetzt vor, wie wirklich so eine in Java einfach irgendeine List oder in C++. Einfach irgendeine Liste einfach. Und jetzt, genauso wie eben, nehmen wir uns wieder die Zweierpaare raus. Deswegen ist es so wichtig, dass man die Zweierpaare nimmt. Und ich nehme mal jetzt am besten auch diese Farbe, dann sieht man es besser. Weil wir sehen jetzt, okay, zwischen 4 und 1, das ist nämlich unser Zweierpaar, müssen wir also alle Pixel einfärben. Das ist genau das. Und zwischen 2 und 3, das ist auch wieder das nächste Zweierpaar, müssen wir auch wieder alle Pixel einfärben. Und dadurch, dass wir davon ausgehen, dass unser Polygon immer geschlossen sein kann, ist es hier immer eine gerade Anzahl an Elementen in dieser Liste. Das heißt, das geht immer auf. Jetzt sieht man auch, wieso man diese Zweierpaare eben nehmen muss, damit dieser Raum hier zwischendurch nicht gefüllt wird. So, das war im Grunde alles. Das wird meistens so in der Form erklärt, wird dann auch nicht weiter drauf eingegangen.
Hier kommen dann meistens die formeltechnischen Erklärungen, wie man die Schnittpunkte rausfindet und so Kram. Dafür, wenn ihr kein eigenes Buch habt oder wenn ihr euer Buch nicht versteht, ich fand jetzt die Erklärung hier drin, war auch sehr mathematisch und sehr technisch, weil so ist das Thema hier einfach, wenn man sich das formeltechnisch angucken will. Aber ist zumindest alles dabei und da habe ich auch die Erklärung her, die ich jetzt hier habe. Aber ich gehe nochmal kurz zurück zur allerersten Folie. Ich habe ja hier reingeschrieben, die simple Version, dazu habe ich bis jetzt noch nichts gesagt. Warum habe ich die simple Version geschrieben? Weil wir können folgenden Fall haben. Und zwar diesen hier. Das Teil, ich gehe nochmal eins zurück, ist quasi genau dasselbe wie hier, nur dass die eine Kante hier so ein bisschen rübergezogen ist. Das ist genau das, was hier passiert ist. So, und jetzt machen wir unser Scanline-Verfahren. Dann stellen wir fest, wir haben hier einen Schnittpunkt, wir haben hier einen Schnittpunkt, hier und hier. Wenn wir das jetzt genauso machen, ich will das jetzt nicht nochmal durchexerzieren, wie wir das in den vorigen Folien gemacht haben, dann stellen wir fest, okay, wir werden hier ein Paar bilden, ein Zweierpaar. Und wir werden hier ein Zweierpaar bilden. Das heißt, dieser Teil hier zwischen, der wird leer sein. Aber wenn wir uns jetzt nochmal genau unser Polygon angucken, das ist ja so. Das heißt, dieser Teil hier ist innen und es ist so. Und dieser Teil hier ist innen. Das heißt, die Frage ist jetzt, was soll man mit diesem Teil hier außen machen? Also entweder muss man das dann in dem Zeichenalgorithmus berücksichtigen und sagen, wow, Moment mal, da überschneidet sich ja was. Dann mal einfach durch. Oder, weiß nicht, oder machen Minus draus. Warum Minus? Was meine ich mit Minus? Damit meine ich einfach nur, dass er genau das macht, was er eben sollte hier, dass man sagt, okay, dann beachte das hier nicht, dann lasse diesen Teil hier einfach weiß. Deswegen simpel, weil der simple Algorithmus würde diesen Teil weiß lassen. Man kann aber sagen, na, die überlappen sich. Das heißt, hier soll gefüllt sein und hier soll ja auch gefüllt sein, also muss hier in der Mitte zwangsläufig auch gefüllt sein. Dabei habe ich, als ich dieses Ding hier gezeichnet habe, habe ich was Interessantes rausgefunden. Dazu gehen wir mal zurück in das richtige PowerPoint, was ich hier benutze. So, wenn wir uns einfach mal auf einer neuen Folie umgucken, dann kann man ja hier, man kann es so ein bisschen unten an der Seite sehen, kann man ja hier die Freihandform wählen und genau die machen wir jetzt mal. So, wir haben jetzt hier so einen Strich. Ich male einfach dieselbe Form, die ich eben nochmal, die ich eben schon gemacht habe. So, das geht ein bisschen weiter rüber. So, also ihr seht schon, es ist genau dasselbe. Jetzt mache ich das zu. Und wie ihr seht, auch PowerPoint benutzt diesen einfachen Algorithmus, dass es eben hier dann nicht mehr ausgefüllt ist.